bist Kay Vess. Ja. Krisk meinte, ihr lasst mich durch. Du wirst erwartet. Krisk sagte, dass du kommst. Passiere. So, ich bin jetzt beim Tunnel. Gut, ich habe dir den Gleiter geschickt. Oh, wie aufmerksam von dir. Zwei unserer Crewmitglieder sind in Gefahr. Ich muss das Risiko minimieren. Oh, klar. Bist du bereit? Damit willkommen zurück, Star Wars Outlaws. Wir versuchen weiterhin unseren Tresor oder Safe-Knackerin zu bekommen, ne? Und dann schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Vielen Dank und viel Spaß. Dann steigt die denn ab? Weil jetzt falsch rumsteht. Das nenne ich mal einen geilen Bug. Nochmal neu rufen. Haha! Dann gehen wir mal ein paar Meter höher. Komm her. Hängt fest an der unsichtbaren Wand. Wir können hier nicht hier aufsteigen. Dann gehen wir mal ein paar Meter und rufen nochmal. Bin ein bisschen erkältet. Weiß nicht, ob man das so hört. Der hängt fest. Der hängt fest. Tja, dann laufen wir eine Runde. Dauert natürlich länger. Zeit zu verschwinden, nix. Ist halt trotzdem alles Schlauchlevelmäßig, ne? Areas. Ist aber okay. Bisher jedenfalls. So. Oh, was ist denn hier passiert? Sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendwer den Tunnel gesprengt, dass wir nicht weiterkommen. So, da bin ich. Gut. Alt ist in Montage Halle 5. Mit der Zugangskarte kommst du rein. Aber um die Wachen musst du dich selber kümmern. Ah, was ist, wenn ein Blaster losgeht? Sie stehen treu zur Königin. Ich brauche sie nicht. Verstehe. Gut, darin sind wir uns einig. Okay, da ist ein Point. Da könnte man da hinten lang klettern. Kommt dann da rüber? Wo muss man denn hin? Da. Oder geht es vielleicht von der Seite auch? Schauen wir mal. Vielleicht wieder mehrere Routen zum Ziel. Oder wir haben hier verstecktes Kram zum Loot. Hat irgendwie Ähnlichkeit mit irgendwas auf Tashara. Tja, wenn ich wüsste, wie wir da hinten den Roboter außer Gefecht setzen, ne? Den Druiden. Ich würde nämlich gern zuerst da hinten lang. Ohne natürlich hier richtig Action zu machen. Da müssen wir umgehen wahrscheinlich. Diese Fabrik ist riesig. Sie war einst der Stolz des Ashiga-Clans. Hier haben wir unsere Blaster nach den Originalbauplänen hergestellt. Wofür wird sie jetzt verwendet? Die Königin hat eine Abmachung mit dem Imperium. Wir stellen in dieser Fabrik jetzt Sprengstoff für den Krieg gegen die Rebellen her. Ah, schon klar, warum dir das nicht gefällt. Die Königin opfert unsere Unabhängigkeit für Profit und eine unnötige Expansion. Doch genug geredet. Ank wartet auf dich. Die Zeit ist knapp. Okay. Wollen wir unten auch noch aufräumen? Könnten wir eigentlich. Ansonsten würden wir jetzt darüber kommen. Da ist eine Kamera. Irgendwo. Da so. Da ist die Cam.
würde trotzdem gerne hier noch looten. Setzt du. Oh, Falle. Oder habe ich nicht aufgepasst? Waren die auch im Rhythmus? Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier unten lang. Dann gucken wir gleich hier unten. Das war jetzt der kürzeste Weg. Der patrouilliert? Siehst du was? Das ist immer die Frage, ne? Lenk den ab. Lenk sie ab, Nix. Scheiße. Los, Nix! Die sind hinter uns her! Gut, hat sich erledigt. Gut so, Nix! Aber eigentlich würde ich gern unbemerkt hier rein. Ich muss ja nochmal laden, ey. Ich möchte es versuchen, wenigstens. Raus, okay, aber mal gucken. Mit dem Loot. Also hat er sich doch nochmal umgedreht, das Ekel. Du weißt ja, wie gern ich das mache. Das heißt, wir holen uns erst den da hinten. Young Otto, dope day. Otto? Zeit für eine kleine Show-Einlage. Abscheulich. Scheiße, sie sehen uns. Wir müssen unsere Funktion wieder aufnehmen. Geht dem Verschwinde von hier, Außenseiterin. Nix, zeig, was du kannst. Das gehört nicht zu uns. Riesig. Die haben nicht geguckt da oben. Sie war einst der Stolz des Ashiga-Clans. Hier haben wir unsere Blaster nach den Originalbauplänen hergestellt. Wofür wird sie jetzt verwendet? Die Königin hat eine Abmachung mit dem Imperium. Wir stellen in dieser Fabrik jetzt Sprengstoff für den Krieg gegen die Rebellen her. Ah, schon klar, warum dir das nicht gefällt. Oh, hier sind ja überall welche. Jetzt haben wir heute Fetzen, dicke. Jetzt ist es mir egal. Wir sind festgeladen. Gibt's hier Headshot-Bonus? Ey, Nix, du solltest auch die zurücktreten. Nix, bring mir die Knarre. Bring mir das Bagdad, Kumpel. Lava, Junge. Wir müssen die Knöpfe bringen. So, dann haben wir uns den Plan gleich verstärkt hier. Super hier mit Controller, alles funktioniert. Jetzt hat der irgendwas hochgejagt. Jetzt wissen sie alle, dass wir da sind. Ja, er steht noch. Ah, ist das ekelhaft. Bereit, Nix? Oh, jetzt wollte ich mal, ich wollte mich eigentlich ducken. Steht immer noch! Scheiße, wir müssen hier weg. Keine Ahnung, ob es hier Alarm gab. Ich
ist das Scheißding. Hier ist eine Fiole. Oh, ich hasse es, mit Controller zu zielen. Ist das nervig, Alter. Ist das nervig. Aber ja, selber schuld. Was ist denn das? Oh, diese Scheiße, Alter. Es ist räudig. Schmeiß doch das Ding weg, wenn es leer ist, du dämliche Kuh. Haben es jetzt? Einer. Ja, schmeiß weg! Alter, wie lange das dauert! Jetzt haben sie Alarm ausgelöst. Junge, Junge, Junge. Ganz schön krasse Scheiße hier. Die sind echt stark. Wir haben noch irgendwo einen Alarm. Auslöser. Unten wahrscheinlich. Jetzt ist er schon wieder voll locker im Spruch, so ach, ganz easy, mit Freude dabei. Ist jemand in der Nähe? Hier ist der Alarmschalter. Da wären wir runtergekommen, ne? Könntest du. Ist noch eine Kamera. Könntest du das Ding hier schieben? Ne, in dem Fall nicht. Gut, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Das war nicht geplant. Ich wollte natürlich etwas leiser hier reinmarschieren. Muss ich gestehen. Bacta-Fiolen, her damit. Mal alles einsammeln hier, gerade Heilung. Alles Granatwerf, Alter. Kann nur, dass du hier leiser rein solltest. Alles nur mit Explosionsgeschichten hier. So, gut. Da von unten wärst du dann hier hochgekommen, ne? Oder kann man hier runter und irgendwas looten? Muss mal schwingen. Wo seid denn hier rausgekommen, Alter? Hier, ne? Das ist nur die Alarmbotte, okay. Sniper nicht zum Nehmen. Truhe. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Hier hinten geht's auch nirgendwo. Doch, da ist eine Tür. Aber was ist jetzt hier?
hier irgendwie. Von wo wären wir denn hier gekommen? Das interessiert mich. Sorry. Von da oben hier rüber? Na, Kumpel, was gewittert? Kannst du noch mal runter? Nein. Hä? Keine Ahnung. Strange. Ist hier irgendeine Kiste? 30 Jahre später haben wir auch die Karte mal geladen, ne? Aber wie Sie sehen, gibt es keine Bereichskarte, naja, wie immer. Was ist denn die Schlüsselkarte, die weg ist? Kommst du jetzt hier raus? Okay, da unten drunter durch ging es jetzt nicht. Du kannst auch nicht von irgendwo anders springen. Du musst zu dem Punkt, der dir denn da jetzt A anzeigt in dem Fall. Sonst kannst du nicht versuchen, schon von weiter daran zu hüpfen. Das ist sehr geschlossen. Das ist wirklich idiotensicher, damit die Kiddies das auch kaufen. Teuer, ne? Mami, Papi. Und jeder das ein bisschen spielen kann. Aber gut. Wayne interessiert's. So, was passiert jetzt hier unten? Achso, das war nur der Weg hinter das Gitter. Spulen. Bagdafiole, sehr schön. Hier können wir nichts bedienen. Von oben sind wir gekommen. Ja, dann jetzt hier. Sowas meinte ich, ne? Auch vom Gitter, wo du dich festhältst. Vom Weiter schon, wenn du die Distanz ungefähr abschätzt. Zumindest seitlich ging es gerade nicht. Von unten ging es gerade. An dieses Gitter zu hüpfen. Hoffentlich hat Jalen recht mit Ankh. Ich will da nicht umsonst mit reingezogen werden. So, unser Ruf ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so geil, ne? Nachdem wir das Ding... Alter, wir haben gerade das komische Ding abgegeben. Aber noch ist es im Ashiga-Clan. Gut. Wir haben keine Zeugen bisher überlassen. Doch, einen hätten wir, glaube ich, bewusstlos geschossen. Aber huttisch. Sind das die Hutten hier? Wer... Muss ja übel schlecht sein bei den Hutten. Boah, das hatten wir doch auch schon mal. Genau die gleiche Kurve irgendwo. Also dasselbe Modell, alles. Naja. Game Pass ist okay, ne? So. So, wo kommen wir jetzt hin? Finde Ankh. Ich wollte nicht so viel ballern, Alter. Ohne Scheiß. Tja, muss sie den Weg merken. Wir haben keine Gebietskarte. Hier ist auch Ende, ne? Dann da rein. Wie gesagt, idiotensicher. Manchmal muss man trotzdem ein bisschen suchen, aber man findet das eigentlich immer. Oh. Hast du was, Kleiner? Noch einen hier. Das ist doch genau derselbe, wo wir schon mal waren. Hier unten in diesem Heizungskeller oder was das war. Ganz am Anfang. Ist doch genau so aufgebaut. Ah ja. Frauenpower. Ankh ist da. Ankh ist da. Davon weiß ich nichts. Da ist sie. Da ist er, unser Waffenbauer. Beziehungsweise hier wird es Tresorknacker. Langsam und ungehorsam, das siehst du in deiner Akte. Entschuldigung. Rechner, hier können wir nichts machen. Steuereinheit, wie ist es schön nennen. Leuchtet rot, sagt uns, wir sollen es nicht tun, ne? Genau. Dann geht's hier oben umgelangt. Da ist alles gelb.
Okay, da lang. Aber wie kommen wir jetzt da hoch hier? Bisschen mehr suchen müsstest du, wenn du das ausstellst. Ne? Hatten wir am Anfang drüber gesprochen, du kannst dieses optisch Hinweismäßige auch ausstellen. Da hast du mehr Immersion. Ne? Da suchst du natürlich ein bisschen länger. Aber irgendwo hast du natürlich auch einen Blick für diese Gitter. Ich habe das schon mal in irgendeinem Spiel gehabt. Du siehst das ja dann, ne? Weil es an den Gittern kannst du klettern. So. Wo sind wir jetzt? Da ist der Computer, okay. Du kannst die Kamera nicht weiter drehen, also hat uns das jetzt hier richtig gar nichts gebracht. Da ist eine Kiste drin. Nice. Steuereinheit hier unten. Da müssen wir ja rüberspringen oder was? Dadurch, dass du die Kamera nicht richtig drehen kannst, ist halt kacke, ne? Jetzt sind wir wieder über der Steuereinheit. Was hast du gefunden? Okay, ist hier irgendwo vielleicht ein Computer? Geht's hier irgendwo noch oben drüber? Nein. Da ist die Kiste, die wir sehen. Ja, die erhöhte Plattform. Okay, alles klar. Kommen wir noch nicht rein. Vielleicht später. Und jetzt darüber. Ah. Auf den cool. Knopf, nix. Innovativ. Dann schalt mal die Lüftungszentrale aus. Zack. Was haben wir denn? Material? Ja. Energiefokus, Energie 2. Dann werden wir gleich wieder einen Fluchtteil bekommen, schätze ich. Entschuldigung. Du musst Angst sein. Hey, wo bist du, Water? Wow, Uber Porkataki. Lol, süß. Ja, ich bin Kay Vess. Ich stelle eine Crew zusammen. Hey, Rima Gula Titaki Kid. Ich arbeite mit Jalen Rex. Hilta. Oh, Puno Dutoki. Kira Jama Uber Jagrind? Nein. Meneki, Uba Anji, Scotcha Tonka Ja, Shiga Queen Sapawa Bonko. Was? Die Wente Takraba Huha Crispodite Uba Wak. Oh, sie macht die Bomben, dann sprechen wir die Königin mit Samtpalast. Uba Wente Tatinka habe Gigi Sapola Talit no Lia Oto. Gigi Pichado. Damin dir Uba Dupichado. Crif. Noet Hinka Matin no Lia Japulipa. Stut Bolo Graba Sajeje, Niki. Gihilta Watapuno Tonka Jeslit. Dana Gisabola Wadata. Nicht wirklich. Ganja! Uba Bobola Kid! Ist jemand in der Nähe? Okay, wir sind aus dem Löchelein gefallen. Die Tür, die führt uns bestimmt nach draußen, denn die eine, wo wir geballert haben. Obwohl, nee, doch nicht. Ist hier jemand? So, wir könnten hier mit Explosionsscheiße richtig Alarm schlagen. Oh, es wäre so schön, wenn man eine kleine Gebietskarte hätte. Ich würde gerne mal wissen, ob es hier irgendwas gibt. So, die musst du aber mal ablenken, Kumpel. Showtime, Kumpel. Er läuft. Ja, fast noch. Nichts gesehen, ne? Weil er doch losmarschiert ist. Kommen wir hier oben drüber? Ja, wir können hier klettern irgendwie. Entschuldigung. Na, Hauptsache wird uns nicht zu Verhängnis, naja, dass wir auch schon mal zwei aus dem Weg geräumt haben. Einmal
runter. Krieg ich auch keiner mit, ne? 2 Meter über dir. Krieg ich keine so mit. Genau. So, rüber. Aber irgendeinen müssen wir jetzt bestimmt plätten. Bevor wir uns nämlich hier fallen lassen, da runter. Oh, ich kann jetzt nichts nicht bedienen. Tja, dann werden sie uns jetzt, glaube ich, sehen. Oder? Natürlich nicht. In dem Spiel nicht. Lol. Den da hinten schalten wir noch aus. Oh, bin ich gegen Tischkante gekommen. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Ah, da steht noch einer. Was wird der mit abgelenkt? Natürlich nicht. Den wer sieht. Kriegt auch keiner mit, dass die Tür sich öffnet. So, sie ist wieder geschlossen, sehr schön. Ist hier jemand? Kiste? Und nur der Typ hier. Kredits? Bares ist Wahres. Nehmen wir mal gerne. Angst. Glücksbringer? Ich hab dein Zeug. Ist das ein Glücksbringer oder sowas? Atsasuki. Hatsamikiyo no Jinaga. Graba, du liebst! Oh. Was war das? Treason, Salota. Also hast du sie gesprengt? Sagua. Ineki, Jibola. Tempata, Jiska, Tonka. Das Ding? Ernsthaft? Hey, man nekt schabadat. Jutwanda, Angula, Puno, Titoki. Nobata, Japo, Hit, Crispo. Oh. Wo ist er denn? Das tut mir leid, Ank. Es gab eine Explosion. Evakuiert das Gelände. Bringt sie hier raus und schickt Verstärkung. Ja, super. Da sollst du also nicht lenken, wie es aussieht. Sucht in dieser Richtung. Aber runter geht's. Ah ja. Was waren jetzt Ionen? Das hier? Thank you.
Entschuldigung. Ich hoffe, wir lassen jetzt so keinen Schatz hier liegen, aber naja, gut. Ach, ist ja nichts gekennzeichnet, von daher. Hoffe ich, dass hier nichts vergessen wird, Wichtiges. Oh. Schaffen wir nicht mehr in der Folge, glaube ich. Siehst du was? Da oben. Kriegen wir vielleicht den Alarm aus. Tja, entweder geht's jetzt gut oder wir ballern uns jetzt hier raus. Nix. Es ist Showtime. Er lässt sich nicht mehr ablenken in diesem Zustand. Wir sind hinter uns her! Stabiler, ja. War hier was nicht mit Rauchbomben? Stimmt, wir können ja Rauchbomben schießen. Zu spät. Nicht schlecht. Haben wir hier Alarm? Noch dran. Eine Steuerung dafür? Nö. Das war nur die rote Leuchte. Ich war der Meinung, dass wir vielleicht hier den Alarm erstmal ausschalten können. Gesundheit ist voll. Alles ist voll. Oh Gott. Hey, Kate, Thomas, du? Der Doktor. Hilf mir doch mal. Du Krabbenwasser. Ja, ja, wir kommen. Die Flamme unterträgt. Tut Krabben und das Schaut einfach den Sicherungskasten aus. Welchen denn? Boah, wie sollen wir jetzt drei ausschalten? Einen könnten wir bewusstlos schießen. Tja, so sind wir. Ging nicht anders. Also irgendwo ist dann Schluss mit Lust, mit Lautlos. Zumal sie ja eh alles gesprengt hat. Ist das mal eine Schrotflinte? Können wir nicht benutzen, denn wir müssen klettern, wie es aussieht. Hoch da. Mhm. Ich gebe mir Mühe, dass wir hier noch rauskommen vor folgendem Ende. Ein paar Minuten haben wir. Ne? Achtung! Hey, das war jetzt. Mir nach nix. Oh nein, ich wusste es. Wir sitzen fest! Granatwerfer ausschalten. Also ich glaube, den Jungs, sind das jetzt die Hutten? Bei denen hatten wir eh noch keinen guten Rufer. Der wird wirklich schlecht. Die werden bestimmt bei Jagdleute jetzt machen. Das war Glück.
Den müssen wir schon gleich wieder klettern, das heißt, nützt uns nicht viel. Da sind wir runtergekommen. Oder oben ist sie. Und da oben über uns ist dieser Schalter, oder was? Aber von hier aus, vielleicht soll er irgendwas kaputt schießen da drinnen. Ja, ja, Mädchen, beruhig dich. Wir versuchen doch schon unser Möglichstes. Ah. Zack. Jetzt zieh zu, fahr weiter. Ist offen. Ist offen, deine Seite. Vielleicht muss da nur Saft drauf irgendwie. Aber eigentlich haben wir doch was zerstört, ja? Mal gucken, wir sehen es ja jetzt. Deaktiviere die Energiebarriere, ja. Wo gehen denn die Dings lang? Guck mal, da ist das Kabel. Was geht denn da hoch? Und das Kabel geht hier zu diesem komischen Ding, aber... Haben wir noch ein anderes Werkzeug? Nein. Doch, das hier, was war denn das? Aha. Also, das hat funktioniert. Okay. Reicht das? Schon vergessen. So, jetzt kommt sie hier raus, wa? So schnell ist das Ding gar nicht. War sogar gut. Suchen wir einen Weg zu Ankh. Boah, die sind ganz stabil, ey. Jetzt können wir hier hoch. Ja, ich hab zu viel kaputt gemacht. Unsere Bombe gewesen, aber dafür fallen sie ziemlich schnell. Nee. Tja, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht kann ich das noch irgendwie ein bisschen cutten. So. Oh. Keine Fionen mehr. Ankh, jetzt kannst du dich revanchieren. Paco! Die haben den Lift gestoppt. Kannst du das überbrücken? Moment, was? Ankh! Da ist er weg, wa? Ich wollte eigentlich eine Granate. Versuchen jetzt hier rauszukommen. Ich guck's mal auf die Ecken absuchen, Leute. Weißt du, ich glaube, du würdest mal, dich gut bei uns am Kanto-Auftrag machen. Mal, ne? Kanto? Das ist Tresor, ja. Das ist der Plan. Also, sind die Bomben auf dem Schlitten sicher? Meine, hier wird ganz schön viel rumgeblastert. Ich versuche das dann ein bisschen zu cutten, Leute. Mit dem langen Sucherei. Versuche ich rauszuschneiden. Oder ich habe es dann rausgeschnitten, wenn ich morgen dran denke beim Schneiden. Boah, das ist jetzt wieder so super. Ja.
da ist noch einer. Zum Glück ist das vorbei. Nochmal Linksklick X. Daran muss ich mal dran denken, Leute, wenn wir mal flüchten müssen. Nur das Blastergewehr kriegen wir hier raus. Kommt da oben noch wer? Ist noch wer? Ja. Nee. Ich versuche mit euch jetzt hier rauszukommen. Trotzdem muss ich immer noch mal gucken. Sorry. Da ist dieser Schlitten. Nichts mehr zu holen. Ja? Kann man nicht nicht sprechen mit der in dem Modus? Rede. Knarre weglegen vielleicht. Hier machen wir nächste Folge weiter, Leute. Schauen wir mal, wie es passiert ist. Ich glaube, wir sind jetzt draußen. Bis dahin.